Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, an der Operation EUNAVFOR Med Sophia nehmen fast alle Staaten der Europäischen Union teil, sei es mit Fregatten oder großen Booten oder nur mit einem einzigen Verbindungsoffizier. Aber das zeigt, dass bei dieser Operation Europa zusammensteht und Europa mit einer Stimme spricht, um die Struktur und die Verhältnisse im Mittelmeer zwischen Sizilien und Libyen einer Lösung zuzuführen und nicht zuzuschauen, wenn hier im Mittelmeer Menschen ertrinken oder Schleuser ihr zynisches Geschäft betreiben. Das ist eine gute und wichtige Operation. Deswegen sagen wir Dank an alle Soldaten aller europäischen Nationen, die dort beteiligt sind. Diese Operation hat im Wesentlichen drei Ziele, und alle drei Ziele sind wichtig und richtig. Zum einen geht es um Seenotrettung. Es geht nicht allein um die Frage des Seerechtsübereinkommens, sondern um eine ganz grundsätzliche menschliche Frage, die unsere Haltung ausdrückt. Immer dort, wo Menschen in Seenot geraten, gleich auf welchem Schiff und gleich aus welchem Grund sie in Seenot geraten sind, müssen diese Menschen gerettet werden. Das ist die Verpflichtung der christlichen Seefahrt und unser humanitärer Imperativ, der Europa gut zu Gesicht steht. Deswegen ist es wichtig und richtig, dass wir hier einen Schwerpunkt haben. Und zweitens, wir bekämpfen den Menschenschmuggel. Es ist ein schweres Verbrechen, Menschen Geld abzunehmen in der zynischen Hoffnung auf ein besseres Leben. Menschenschmuggel bedeutet auch ganz konkrete Gefährdung von Menschenleben. Deswegen müssen wir alles tun, um den Schleusern das Handwerk zu legen. Und klar ist auch, dass wir in diesem Zusammenhang eine europäische Lösung brauchen, die aber auch beinhaltet, dass es nicht sein kann, dass am Ende die Schleuser und Schlepper bestimmen, wer den Weg nach Europa findet. Das kann nicht Sinn und Ziel einer geordneten und gesteuerten Migrationsbewegung sein. Deswegen ist es richtig, dass wir sagen, wir müssen uns auf diesen langen Weg machen, Menschenhandel und Schleusertum, um das gesamte Mittelmeer auszurotten, weil wir eine menschliche Verpflichtung haben, im Sinne einer humanen Flüchtlingspolitik dem einen Riegel vorzuschieben. Und ja, wir müssen... Moment. Kolleginnen und Kollegen, hier redet gerade ein Abgeordneter zu einem wichtigen Thema, zu einem Mandat, über das Sie gleich namentlich abstimmen sollten. Um verantwortlich abstimmen zu können, wäre es vielleicht sinnvoll, wenn Sie auch dem letzten Redner in dieser Debatte zuhören würden. Vielleicht müssen Sie seine Position nicht teilen, aber der Anstand in diesem Haus gebietet, dass Sie ihm zuhören. Also weiter, Volker Ulrich. Ich möchte abschließend über den dritten Aspekt der Mission sprechen. Das ist die Ausbildung der Marine und der Küstenwache vor der Küste Libyens und die Stabilisierung dieses Staates. Und ja, dann kann man einwenden, dass dieser Staat im Augenblick ein gescheiterter Staat ist und wir noch lange große Anstrengungen brauchen, um Libyen zu stabilisieren. Aber wir müssen uns gemeinsam auf den Weg machen, um nicht nur zu einer stabilen Ordnung in Libyen zu kommen, sondern diese stabile Ordnung ist auch der Schlüssel für weitere Handlungen. Wir dürfen ja nicht die Augen verschließen, dass es sich nur um Libyen handelt. Es geht um die Frage der Fluchtrouten durch den Tschad, es geht um den Niger, es geht um die Frage, wie wir die Staaten, aus denen die Mehrzahl der Migranten kommen, so unterstützen und auch stabilisieren können, dass ein wichtiger Grundsatz humanitärer Flüchtlingspolitik auch zum Tragen kommt. Nämlich alles dafür zu tun, dass sich die Menschen gar nicht erst auf die Flucht machen, sondern Perspektiven bei ihnen zu Hause haben. Und wenn uns das gelingt, auch mit dem Baustein dieses Mandats, dann haben wir viel erreicht. Deswegen bitte ich Sie um Zustimmung. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Dr. Volker Ulrich.